Wendelin Mölzer von der FPÖ ist nun an Bord. Wenn ich mir heute die Reden der SPÖ so anhöre, dann frage ich mich, ob das gestern am Nachmittag in der SPÖ-Zentrale der SPÖ-Redenschreiber war, der Watschen gekriegt hat. Generell ist, glaube ich, der gemeinsame Wille und das gemeinsame Wissen darüber da, dass man natürlich fundierte Ausbildung braucht, dass man gute Schulausbildung braucht, um auch entsprechend am Arbeitsmarkt bestehen zu können und dass wir hier ein großes Problem haben. Das ist, glaube ich, allen klar. Ich frage mich nur, SPÖ und ÖVP, beide Seiten, wenn man schon seit bald 70 Jahren Bildungspolitik gestaltet, aktiv in diesem Land, ohne Unterbrechung, die letzten 10 Jahre rote Bildungspolitik, dazwischen schwarz, davor wieder rot, da frage ich mich, warum man da erst jetzt draufkommt, dass man so eine entsprechend fundierte Ausbildung braucht. Und wie es mein Kollege Demesl schon gesagt hat, da ist es dann schön, wenn die SPÖ sagt, die nächsten 3 Monate wird sie sich um Ausbildung und Arbeitsmarktpolitik kümmern. Es ist so, dass wir auch, glaube ich, ganz wesentlich daran arbeiten müssen, dass wir die Wertschätzung gegenüber Lehrberufen steigern müssen in unserer Gesellschaft. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Faktor, insofern, als dass das Image von Lehrberufen, glaube ich, ein schlechtes ist und dringend aufpoliert werden muss. Das sollte eigentlich auch ein gemeinsamer Common Sense hierin herrschen. Wenn ich aber beispielsweise höre, dass in Oberösterreich Exzellenzlehrlinge ausgezeichnet werden und da die SPÖ es beispielsweise nicht wert findet, hinzugehen oder einen Vertreter zu schicken, dann weiß ich, wie hoch diese Wertschätzung ist. Wenn ich dann weiß, beispielsweise aus Kärnten, wo in den letzten 5 Jahren oder 6 Jahren die Zahl der Lehrlinge zurückgegangen ist, um nahezu ein Viertel, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo ich weiß, dass seit 4 Jahren auch eine rote Regierung oder ein roter Landeshauptmann am Werken ist, dann ist durchaus möglich, dass da ein kausaler Zusammenhang besteht. Und da frage ich mich dann in weiterer Folge, wo denn die Maßnahmen bleiben für den Lehrberuf, für den Lehrbereich. Ich sehe sie nicht. Wenn ich mir das anschaue, da werden die Unternehmen nicht eingebunden und dergleichen fort. Kommen wir aber zum Bereich Bildungspolitik generell. Der Klubobmann Schieder hat gemeint, wir brauchen mehr Geld, um in die Bildung zu investieren. Ja, wir sind uns einig, man braucht gut und viel Mittel, um Bildungspolitik zu finanzieren und Schulpolitik zu finanzieren. Aber ich glaube, wir brauchen nicht mehr Geld, wir brauchen vor allem einen effizienteren Mitteleinsatz, um diese Bildung zu finanzieren, wenn man da weiß, was in Bürokratie versandet und dergleichen fort. Das hat einmal der Finanzminister zum Besten gebracht, dass angeblich nur jeder zweite Euro tatsächlich in den Schulklassen ankommt. Da müssen wir da ansetzen. Was sind die Kernprobleme? Eben der Mitteleinsatz, der nicht effiziente, keine Frage, auch im Bereich der Schulorganisation, wir diskutieren ja seit Monaten, diese Bildungsreform ist anzusetzen, um das besser zu machen. Wir müssen schauen, dass wir die Lehrerausbildung verbessern, dass wir bessere Lehrer in die Schulklassen bekommen, noch bessere Lehrer, weil es sind ja nicht alle Lehrer schlecht, muss man auch an dieser Stelle mal klar sagen. Wir müssen aber auch an der Einstellung unserer Gesellschaft gegenüber Bildung arbeiten und auch darauf hinweisen, dass es nicht nur eine Bringschuld des Staates ist, sondern auch eine Hohlschuld der Menschen ist, sich Bildung entsprechend zu bekommen. Wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, das ist überhaupt keine Frage. Ein zentraler Punkt in diesem Bereich ist leider auch die Frage der Zuwanderung, die Frage dessen, dass zu wenig Kinder offensichtlich ausreichend Deutsch können, um dem Unterricht zu folgen. Wir wissen, dass rund ein Viertel der Kinder nach 9 Jahren Pflichtschule nicht sinnerfassend lesen kann. Da brauchen wir uns dann überhaupt keine Gedanken mehr über einen Lehrberuf oder eine qualifizierte höhere Ausbildung machen. Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann haben wir wirklich ein nachhaltiges Problem. Dann haben wir nicht nur eine, sondern mehrere verlorene Generationen. Wir Freiheitlichen, meine Damen und Herren, Sie wissen das, fordern beispielsweise im Zusammenhang mit der Bildungsreform, wäre das möglich gewesen einzuführen, eine entsprechende Pflicht, Deutschkenntnisse nachzuweisen, um im Regelschulunterricht erfolgen zu können, wo man entsprechend Fördermaßnahmen ergreifen müsste. Die SPÖ kommt da nicht recht drüber, die ÖVP traut sich das auch nicht so recht offen zu sagen. Der weitere Punkt ist, dass wir ein klares Nein zur Gesamtschule einfordern. Das ist auch ganz wesentlich. Der Herr Sozialminister hat gesagt, wir sollen keine akademischen Experimente mit unserer Bildungslandschaft und in Österreich machen mit den Schulen. Das ist aber genau das, was die SPÖ und die Grünen hier offensichtlich machen wollen, ein akademisches Experiment am Rücken der Kinder. Das lehnen wir ganz klar ab. Die ÖVP ist offensichtlich nicht in der Lage, offen und klar zu sagen, dass man Nein sagt zur Gesamtschule, macht hier einen Wickel-Wagel-Kurs. Da verstehe ich schon, Herr Kollege Steinhauser, dass man offensichtlich mit Handschlag auseinandergeht, die ÖVP dann irgendwelche Winkelzüge findet, um sozusagen herauszukommen. Das ist nicht in Ordnung. Ich verstehe auch die SPÖ in dem Zusammenhang. Eines ist aber klar, es wird nur mit der FPÖ da was weitergehen, was Grundlegendes. Und da hoffe ich dann schon, dass wir im Herbst nach den Neuwahlen entsprechend neue Verhältnisse in diesem Hause haben, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Dankeschön. Das war Wendelin Mölzer von der FPÖ.